Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de, die Erklärvideoagentur, wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge möchte ich euch mal wieder drei von meinen Büchern aus meiner großen Sammlung vorstellen. Die Bücher sind alle jetzt nicht neu, sondern schon länger auf dem Markt, aber trotzdem entsprechend gut. Das erste Buch ist von Elisabeth Fischer, Vegan Fasten. Das finde ich sehr gut, das habe ich auch schon sehr oft genutzt, also Rezepte daraus genutzt. Der Titel Vegan Fasten hat natürlich schon eine gewisse Aussagekraft. Der Untertitel des Buches, das 14-Tage-Abnehmprogramm mit 120 genussvollen Basenrezepten, finde ich persönlich etwas verunglückt, weil es eben dieses Thema Abnehmen suggeriert. Natürlich kann man mit dem Buch grundsätzlich abnehmen, aber man sollte einfach im Hinterkopf haben, vegan ist keine Diät. Vegan ist entweder eine Lebensform, in der ich so gut ich kann auf tierische Produkte verzichte, eben zum Beispiel keine Lederschuhe und so weiter. Eine vegane Ernährung ist eine Ernährung, die eben ohne jegliches Tier und Tierleid auskommt. Deswegen finde ich den Untertitel von dem Buch etwas schade, weil das Buch selber echt ganz toll ist. Ich bin jemand, der sehr gern eine basische Ernährung bevorzugt, weil es einfach den Körper zusätzlich stresst und übersäuert. Und da sind in diesem Buch wirklich ganz, ganz viele, eben 120 tolle vegane Rezepte drin. Man kann mit dem Buch auch ganz toll vegan fasten, denn Fasten bedeutet ja nicht zwingend eben gar nicht zu essen, sondern Fasten kann eben auch bedeuten, den Körper im weitesten Sinne zu schonen und zu reinigen und Giftstoffe auszuleiten. Und da finde ich eben die Rezepte in dem Buch deswegen besonders gut, weil sie eben zum einen sehr basisch sind, das heißt den Körper insgesamt schonen. Man merkt also in der Zeit, wo man sich mit Rezepten aus dem Buch ernährt, dass der Körper unheimlich Giftstoffe ausleitet, dass man sich sehr gut fühlt, dass man sehr wenig Schlaf braucht, obwohl man meint, man nimmt sehr wenig Energie oder sehr wenig Kohlenhydrate auf. Was ich persönlich sehr gut finde an dem Buch, es ist so ein bisschen gestaffelt nach Frühstück, Salat, Suppen, Gemüse und auch Süßes. Wobei ich persönlich die Suppen, teilweise sind das sogar kleinere Eintöpfe, extrem gut finde, weil die sehr gut und sehr einfach zuzubereiten sind und eben den Körper auch mit genug Flüssigkeit versorgen, auch sehr nahrhaft sind und eben einen super tollen Effekt habe. Was ich in dem Buch persönlich etwas vermisse, es wäre halt cool, wenn noch so ein paar Smoothie-Rezepte drin sind. Es gibt nämlich auch tolle Bücher zum Thema Fasten mit Smoothies. Das vermisse ich etwas in dem Buch, aber trotz allem ist es extrem gut. Nochmal, es sind sehr viele, sehr abwechslungsreiche Gerichte. Und es ist auch, also ich sag mal, eine gute Einführung dabei. Erste Fastenwoche, zweite Fastenwoche, veganer Fastentag. Gutes Know-how, gute Erklärung. Also ein Buch, was ich persönlich wirklich echt gut finde. Lust auf Vegan Podcast, die Werbung. Ja, ihr wisst ja, ich bin natürlich leidenschaftlicher Podcaster und auch Hörbuch- und Hörspiel-Freak. Bei dem Angebot heutzutage ist auch nicht immer so die Zeit oder man ist unterwegs und möchte vielleicht auch von einem Sachbuch eine Zusammenfassung. Und da möchte ich euch heute eine super tolle Sache vorstellen, die ich selbst auch schon nutze und da total begeistert bin. Das ist Blinkist. Die bringen die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf zum Beispiel dein Smartphone. Und du kannst dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Das ist toll. Das sind neueste Ratgeber, das sind zeitlose Klassiker, das sind viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung, Ernährung
und Natur ist auch mit dabei. Und das Tolle ist, am Ende vieler Titel gibt es Tipps, Tricks und Lifehacks, gibt es am Ende vieler Titel für den Alltag und für den Beruf. Und es gibt Blinkist auf Deutsch und Englisch. Wenn sich das jetzt für euch interessant anhört und ihr wollt mich damit unterstützen für meinen Podcast unter blinkist.de/lustaufvegan in einem Wort. Ihr könnt es nutzen, eigentlich genau wie mein Podcast, ja, beim Spazierengehen, beim Sport machen, nebenbei, zu Hause, als Unterhaltung in Arbeitspausen, im Auto. Also meine Lieblingskategorien sind natürlich Ernährung und Natur, aber als bekennender Nerd auch Technologie oder auch so Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung, Motivation. Dem Ganzen bin ich ja auch sehr offen. Unter anderem einer meiner Lieblingstitel ist natürlich die Blinkist-Version von der China Study. Die finde ich halt extrem großartig, weil der komplette Content von dem Buch eben in 15 Minuten sensationell gut und top redaktionell aufbereitet eben präsentiert wird. Was man dann dazu noch sagen kann, jeden Monat kommen circa 40 15-minütige Blinkist dazu. Und für alle, die nach Blinkist tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt dann auch die Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer von meinem Podcast, also für euch, erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt das Ganze natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang komplett kostenlos testen. Das heißt, ihr bekommt 7 Tage lang kostenlos diesen Premium-Account zum Testen. Ich buchstabiere es euch nochmal, blinkist.de, und der Link für die 25%, mit dem ihr vor allem auch mich und meinen Podcast unterstützen könnt, der ist blinkist.de/lustaufvegan. Natürlich steht der Link auch in den Shownotes zu dieser Episode. Ein zweites Buch, was ich persönlich auch toll finde, obwohl ich es zurzeit leider nicht so nutzen kann, wie ich das persönlich gerne würde, das ist das Buch von Ursula Reinhardt, Gemüseschätze, selbst anbauen und genießen. Was ich hier aber persönlich sehr gut finde, ist, es ist eine extrem tolle Übersicht über Gemüsesorten, über Sommergemüse, wann was wächst, was wo wächst, was wie aussieht. Sehr gut bebildert, sehr gut beschrieben. Wie gesagt, sortiert nach Arten und Sorten, nach Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Buch jetzt gar nicht zwingend genutzt, um Gemüse selbst anzubauen, was aber auch geht. Also es ist wirklich mit sehr guten Anleitungen. Ich habe aber aus dem Buch wirklich super gelernt, welches Gemüse wird wo angebaut, wann wächst welches Gemüse, zu welcher Saison, was gibt es alles, nach was kann man Ausschau halten, wenn man so auf den Markt geht und so weiter und so fort. Und wer dann eben noch einen eigenen Garten hat und die Möglichkeit hat, das selbst anbauen zu wollen, der bekommt eben auch noch entsprechende Tipps. Bei vielen Sorten ist auch so die Ursprünglichkeit behandelt, was woher kommt, wie die Historie ist, Sortenvielfalt, zum Beispiel bei Tomaten ist es sehr ausgiebig beschrieben, da gibt es ja sehr viele Sorten, wo die herkommen aus der Welt und so weiter und so fort. Deswegen finde ich persönlich das Buch wirklich eine Bereicherung. Es hat im Übrigen auch den Untertitel Alte Gemüsesorten neu entdeckt. Also das finde ich ganz toll, denn zum Beispiel gerade bei Kartoffeln bin ich ein ganz großer Freund davon geworden, welche Vielfalt es da gibt, welche Sorten es da gibt, und im konventionellen Einzelhandel werden wir halt leider oft mit diesen Standardsorten konfrontiert. Und dabei gibt es so viel Tolles mehr. Wenn man sich entsprechend mal umschaut, findet man dann vielleicht sogar, wenn man sich dann entsprechend umschaut, findet man sogar vielleicht einen Landwirt in der Nähe, der bestimmte Sorten anbaut. Denn es gibt viele Landwirte, die biodynamisch anbauen, die teilweise vegan biodynamisch anbauen und die eben auch alte Sorten und entsprechende Gemüse- und Obstkulturen pflegen und hegen. Das finde ich super.
Das dritte Buch, was ich euch heute vorstellen möchte, ist von meinem lieben Freund Jerome Eckmeier. Das ist auch so ein Schätzchen, was ich schon länger habe, aber wo ich gemerkt habe, ich glaube, es ist eines der Bücher, wo ich tatsächlich die meisten Rezepte rausgenommen und also entsprechend gekocht habe. Und zwar, ich finde, es ist einfach ein Klassiker, der sehr gut für eigene Rezeptideen ist, aber auch zum Beispiel toll zum Verschenken. Ich meine, Jerome hat viele tolle Bücher geschrieben, aber Vegan tut gut, schmeckt gut, ist mit Vegan Backen von Jerome und Daniela Leis wirklich eines meiner Lieblingsbücher. Warum finde ich das Buch gut? Zum einen gibt es eine Rubrik Vegan to go, schnell gemacht, wo eben ganz viele tolle, die Pizzataschen sind zum Beispiel extrem cool, schnelle, einfache, gesunde Gerichte drin sind, die eben to go wirklich schnell zu machen sind. Es gibt Lieblingsgerichte veganisiert. Vegan für Anfänger, so gelingt die Umstellung. Das finde ich zum Beispiel, das ist eben so eine richtig gute Rubrik. Da gibt es zum Beispiel ein veganes Rezept für Käsespätzle. Da gibt es ein veganes Rezept für Bratkartoffeln. Das hört sich jetzt ein bisschen, ja, blöd an, ist aber so. Es gibt ein cooles Rezept für einen Bulgursalat mit Tomaten und Rucola. Eins meiner Lieblingsgerichte. Es gibt einen Kartoffelgulasch, es gibt Spaghetti mit Grünkern-Bolognese und so weiter und so fort. Das finde ich ist eben ein ganz tolles Kapitel. Das sind auch wirklich viele Rezepte. Was dann die nächste Rubrik ist, wenn die Kasse knapp ist, eben einfach und lecker. Da sind viele tolle Rezepte dabei, wie ja Vollkornnudeln mit Pilzsoße. Da hört sich alles einfach an. Oder Tex-Mex Bohneneintopf, auch eins meiner Lieblingsgerichte, die wirklich super lecker, super günstig und auch wirklich einfach zuzubereiten sind. Die nächste Rubrik in dem Buch ist, wenn Sie beeindrucken wollen, Rezepte für Party und Gäste. Da sind halt eben dann wirklich so die Klassiker und die Knaller dabei, wo man die Leute... Also Möhren-Ingwer-Suppe würde man ja noch sagen, okay, ja, muss ja vegan sein. Da ist ein super geiles Rezept drin für einen Lauchkuchen, den ich extrem empfehlen kann. Dann ist zum Beispiel auch so was wirklich Feines drin, Safran-Risotto mit gebratenen Steinpilzen, veganes Käse-Fondue mit frischem Baguette, auch sehr cool. Der Klassiker Feldsalat mit Räuchertofu-Streifen, damit kann man wirklich jeden begeistern. Und es gibt im Übrigen auch einen veganen Heringssalat mit Räuchertofu und roter Beete. Also da ist wirklich alles drin. Und ich wette, viele Rezepte sind wirklich so gut, wenn man die macht und hat Gäste, dass viele gar nicht merken, hups, das ist ja vegan. Die letzte Rubrik ist dann süße Sachen, Desserts und Gebäck für Schleckermäulchen. Das ist sehr gut. Wobei hier würde ich einfach gerne noch auf das Backbuch von Jerome Eckmeier und Daniela Leis verweisen. Das ist nämlich nochmal ein richtiger Knaller. Gerade für Backen obendrauf. Absolutes Favorite. Und zu guter Letzt, was ich in dem Buch auch noch extrem gut finde, ist ein ganz toller Anhang. Und zwar mit Grundrezepten, dann nochmal das Thema vegan grillen, vegane Basics, was gehört in den Vorratsschrank. Einfach veganisiert, also wie man Grundrezepte oder Grundsachen eben in vegan macht und Einkaufstipps. Und das macht die Sache wirklich rund. Ja, das sind unter anderem, ich hatte das ja schon lange nicht mehr, das wollte ich eigentlich viel öfter machen, das sind unter anderem 3/4 meiner Lieblingsbücher, von denen ich ganz viele habe. Und danke für die Info, ja, dass ich das schon länger nicht mehr gemacht habe, mache ich sehr gerne. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn ihr noch Fragen habt. Die Facebook-Seite der Lust auf Vegan Podcast steht euch auch offen und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao. Mehr Infos über Erik Hübner auf www.lustaufvegan.de.